Hey ho, meine Legionäre, und willkommen zu einem kleinen Talk-Video. Das wird heute auch nicht lang gehen, ich verspreche es. Ich habe bloß ein paar Kleinigkeiten, die ich so erzählen möchte. Und zwar hatten wir letztens Abstimmung gemacht, welches Spiel ihr euch so nebenbei wünschen würdet. War relativ knapp bei manchen Stellen, aber es hat halt Minecraft gewonnen. Und wir sind derzeit dabei, einen kleinen Minecraft-Server aufzusetzen. Funktioniert bloß noch nicht so ganz, weil da ein paar Mods noch Problemchen machen. Ansonsten werde ich mich dann hinsetzen und ein Video zu der Season machen. Season 8 ging ja jetzt los in Conqueror's Blade. Und das heißt halt im Endeffekt für euch, ich werde mich dann hinsetzen, ein bisschen was dann halt dazu erzählen. Wird wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde gehen, so das Season-Vorstellungsvideo. Und ich denke auch mal, dass ich dann, wenn ich das Video mache, auch dann das Video aufteilen werde. Dann so, es wird ein extra Video geben für die Einheiten dann später mal. Es wird ein extra Video geben für die ganzen Runen, weil das sind einige mehr diese Season. Und das Runensystem hat sich auch zum Teil verändert. Auch dann zur neuen Waffe wird es dann wieder ein separates Video geben und sowas. Ja, das war's mal so zum Content von Conqueror's Blade und das, was ihr euch so zum Stream gewünscht habt. Ich habe letztens noch von Next so, oder auch von anderen, die ich gefragt habe, Tipps bekommen, was ich denn mal so spielen könnte oder machen könnte, was vielleicht euch auch gefällt. Zum Beispiel Reacts. Ich könnte auf irgendwelche Try Not to Laugh Challenge oder solche Fail Compilations, könnte ich mal drauf reacten. Fail Army oder sowas halt. Geht vielleicht ganz gut. Ansonsten sowas wie Chivalry 2 mal testen oder ich habe mir jetzt vor kurzem Wreckfest geholt. Genau, also mal andere Spiele vielleicht mal ausprobieren. Und ich hatte schon gesagt, ich werde auf jeden Fall mal probieren, wenn es soweit ist, werde ich mal ein bisschen Warzone probieren. Solo oder vielleicht mit irgendjemand anders, weil wenn ich solo bin, ich komme runter, ich sterbe einmal und aus Gulag komme ich eh nicht mehr raus. Und ich habe dann noch, ich meine, einige wissen ja, ich bin ja relativ offen, was das Thema meiner Gesundheit so angeht, also meiner geistigen Gesundheit, körperlich bin ich, trotz dass ich gestern geimpft worden bin. Ja, ich bin geimpft, ich bin jetzt so ein gechippter Roboter. Ich kann jetzt da laufen und sagen: Brains. Wählt die CDU. Das war ein Witz. Aber nein, also im Endeffekt, mir geht's gut nach dem Impfen. Und auch bis jetzt keinerlei Nebenwirkungen. Und ich hatte mir überlegt, da ich ja schon mal mehrfach angekündigt hatte, ein Video zu machen, wie es mir persönlich geht. Das hatte ich vorbereitet gehabt und zu meinem Geburtstag auch schon hochgeladen gehabt. Und meine Familie hat sich das angesehen. Und die haben dann gesagt, okay, es ist jetzt doch etwas zu persönlich. Aber ich persönlich finde einfach, dass wenn ich euch gegenüber offen bin, könnt ihr mir dann auch, also sozusagen, ich vertraue euch das an. Und als Gegenleistung respektiert ihr halt dann zum Beispiel die Privatsphäre, ihr respektiert dann die Krankheit, ihr lernt vielleicht auch etwas über Leute mit Krankheiten dieser Art kennen, weil wie gesagt, psychische Krankheiten sind jetzt nichts, wo man sagen kann, er hat dich nicht so, das ist doch gar nicht, du simulierst doch bloß. Ich kann euch sagen, eine psychische Krankheit kann sich stärker auswirken als irgendwas Körperliches. Weil die psychischen Krankheiten schlagen sich nicht nur auf euren Kopf aus, sondern auch auf euren Körper. Und ihr entwickelt dann Zwangsneurosen oder Zwänge an sich, also körperliche Zwänge, die dann das eine und das andere halt mit sich bringen. Und das wünsche ich halt niemandem. Vielleicht habt ihr da Interesse an so einem kleinen, an so einer kleinen Videoreihe, wo ich dann hier vor der Kamera sitze und so ein bisschen erzähle, wie es mir halt geht in bestimmten Situationen, warum es mir in bestimmten Situationen so geht, warum ich derzeit keinen Therapieplatz habe, warum ich zum Beispiel nicht mehr in ein Krankenhaus möchte oder ähnliches. Ich versuche halt einfach bloß, wie gesagt, jetzt bei mir wieder im Leben so einen Punkt zu finden, wo ich mit beiden Beinen im Leben stehe, wo ich nicht auf der Suche bin nach so einer Identität. Ich sag mal so jetzt, was will ich mal werden? Also was kann ich jetzt noch werden mit der derzeitigen Diagnose? Weil, wie gesagt, arbeitsunfähig
Und Belastbarkeit, körperliche Belastbarkeit in der Woche ist, lasst mich schätzen, 8 Stunden vielleicht in einer ganzen Woche, was ich arbeiten gehen könnte. Das war schon weniger, also das war 2000, lass mich lügen, 9 oder 10 waren das mal 4 Stunden die Woche. Ich habe dann eine Ausbildung durchgezogen. Ich war sogar hinterher arbeiten, aber ja, das ging halt dann irgendwann auch nicht mehr und seitdem bin ich zu Hause. Deshalb versuche ich ja auch, mir hier was aufzubauen mit euch zusammen. Ich versuche, euch zu unterhalten. Ich versuche, sozusagen euch Themen zu geben, an denen ihr Spaß habt. Euch Themen zu geben, an denen ihr vielleicht mitdiskutieren könnt oder mit drüber nachdenken könnt. Und das ist halt das, wo ich hoffe, da bekomme ich auch dann das Feedback, das Gute oder halt dann ich nenne es mal kleinen Hype oder ähnliches, so wie es letztes Jahr bei Conqueror's Blade den Hype gab. Einfach um halt den YouTube-Kanal wachsen zu lassen, den Twitch-Kanal wachsen zu lassen, um einfach in der Hinterhand etwas zu haben, wo sich die Leute halt dann so sagen, yo, der Typ ist okay, der geht mit seinem Dachschaden ganz gut um, der versucht den Leuten zu erklären, was es ist, dass sie auch selber verstehen können oder nachvollziehen können, was es ist, wie man damit umgehen sollte. Und ja, ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts mehr zu sagen, großartig, außer Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr das Angebot bekommt, lasst euch ruhig impfen. Ansonsten kann ich nur hoffen, ihr bleibt alle gesund. Vergesst nicht zu abonnieren. Ihr könnt auch followen beim Twitch-Kanal. Da könnt ihr natürlich auch abonnieren. Am besten mit Twitch Prime, das kostet euch nichts. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und wie gesagt, Daumen drücken, dass die neue Season geil wird. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao und bis dann.